Was wird denn hier in Sachsen gerade zur Normalität? Die sogenannte Mitte der Gesellschaft lässt die Maske fallen und positioniert sich immer weiter rechts. Wenn Wohnungen von Nazis durchsucht werden, werden immer wieder Waffen gefunden und Listen mit Namen von potenziellen Anschlagsopfern. Darunter im Übrigen auch immer wieder die Namen von Genossinnen und Genossen. Noch viel schlimmer, man findet diese menschenverachtende Einstellung eben nicht nur ganz rechts am Rand der Gesellschaft, nein, sondern auch in den Amtsstuben von Polizei, von Justiz und Bundeswehr. Dazu gibt es unzählige Beispiele. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Niemand darf sich daran gewöhnen. Und wir dürfen uns erst recht nicht damit abfinden. Das darf kein Normalzustand sein. Denn gleichzeitig wird der Kampf gegen Linke immer härter und offener geführt. Sogenannte bürgerliche Politikerinnen und Politiker arbeiten an der Aushöhlung von Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Sie schränken die Schutzrechte vor der Staatsgewalt ein und erweitern die Befugnisse der Polizei. Sie fordern öffentlich, linke Zentren endlich aufzuräumen oder gar dicht zu machen. Orte, an denen sich Linke vernetzen, gemeinsam kreativ sind, neue Gedanken und Ideen für eine offene und eine bessere Gesellschaft entwickeln. Oder was war zum Beispiel in Wurzen, als 400 Linke gegen eben diese sächsischen Verhältnisse demonstriert haben? Der Staat baute sich vor ihnen auf und demonstrierte all seine Macht. Er stellte einfachen Menschen, die mit nichts anderem ausgestattet waren als Spruchbändern, schwer bewaffnetes SEK und 5 Wasserwerfer entgegen. Wie absurd ist das denn? Und was hat die Staatsregierung mit all dem gekonnt? Gar nichts. Außer, dass sie den Rechtsruck eben gestärkt hat. Aber zur Wahrheit gehört auch eins. Nichts davon ist unwidersprochen. Und wir sind nicht hilflos. Es ist Zeit, dass wir zusammenrücken. Nach jeder Schockwelle des Rechtsrucks entscheiden sich etliche Menschen dafür, Mitglied in unserer Partei zu werden. Sie betrachten uns als richtigen Ort für dieses jetzt erst recht. In den ersten 24 Stunden nach der Bundestagswahl sind weit über 300 Menschen in unsere Partei eingetreten. Das ist ein Kompliment. Doch niemand wird Mitglied in einer Partei für das Privileg, Beiträge zu bezahlen und ansonsten alle paar Wochen mal zu einer Versammlung zu gehen. Es ist toll und es ist gut, dass wir so viele junge Menschen ansprechen und erreichen. Aber das ist eben auch eine Herausforderung. Es ist an uns, dass wir das Vertrauen, das diese Menschen in uns setzen, nicht enttäuschen. Es ist an uns, dass wir miteinander die Strukturen so gestalten, dass sie die Menschen je mehr als je zuvor ermächtigen, sich diesem Rechtsruck und dem autoritären Staatsumbau entgegenzustellen. Es ist an uns, politisches Zuhause zu sein und Rückhalt für alle zu bieten und solidarisch mit denen zu sein, die für linkspolitisches Engagement zur Zielscheibe werden. Wir müssen viel mehr als je zuvor zusammenstehen und uns gegenseitig stärken für diesen gesellschaftlichen Kampf. Wir müssen viel mehr als je zuvor zueinander stehen und auch aufeinander Acht geben. Liebe Genossinnen und Genossen, der Jugendverband, für den ich sozusagen hier stehe, wird weiterhin unbequem sein. Wir werden weiterhin die Partei vor uns hertreiben und auch wenn das nicht immer angenehm ist und wenn es oftmals auch nervt, die Partei profitiert davon. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Christopher Kolditz, ich bin 25 Jahre alt und kandidiere für das Amt des jugendpolitischen Sprechers.